Hoi, ich begrüße dich zum Start in Kalenderwoche 7. Obwohl es noch Winter ist, zeigen die ersten Pflanzen schon ein bisschen Frühlingsgefühl, so wie hier hinter mir der Tierlibaum, der Cornus Maas, wo seine Knospen schon fast am Explodieren sind und nächstens gerade aufblühen. Dann noch einige Informationen aus dem Personalbereich. Der Michael Portmann ist nächste Woche in der Skiferien. Stellvertretungen für Baustellen sind entsprechend organisiert. Dann haben wir nächste Woche einen Schnupperlernenden bei uns, und zwar der Julian Moisch. Du bitte gut schauen, wenn du ihn auf der Baustelle hast, dass du ihm kannst den Beruf Landschaftsgärtner gut erklären und ihm erzählen, wie es so ist bei uns zum Arbeiten. Dann startet am Montag noch der Yasua Grossmann bei uns. Da haben wir ja einen Lernverbund zusammen mit der Firma Landskap. Er wird die nächsten paar Wochen bei uns sein. Dann noch eine Info vom Magazin. Du siehst hier ein Bild von unserer Abfüllstation für die Big Bags. Die ist völlig verdreckt. Du schaust, dass wenn du die Abfüllstation gebraucht hast, dass der Trichter richtig gut putzt und auch unten dran wieder alles Material zusammennimmst. Dann auf diesen Bildern siehst du die Automover, die von unseren Kunden bei uns im Magazin im Winterlager sind. Bei denen haben wir einen Service gemacht. Alle super geputzt und die warten dann jetzt auf einen Einsatz dann im Frühling, wenn sie wieder in unsere Kundengärten zurückgehen. Und dann kommen wir zum Wochenthema. Wir werden dir zeigen, was ein Wurzelvorhang ist. Auf dieser Skizze hier siehst du, wie das Ganze schematisch funktioniert. Wir haben gerade letztens eine Baustelle gehabt, wo wir den Bereich des Wurzelraums haben müssen Abgrabungen machen mussten, weil es dort eine neue Mauer gibt. Da siehst du jetzt, wie die Wurzeln aussehen von diesem Baum und du siehst an diesen Bruchstellen die Verletzungen, und natürlich ein grosses Risiko birgen, dass Bakterien und Pilze Fäulnis verursachen können. Fäulnis kann bis tief im Baum hineingehen und den Baum sogar zum Absterben bringen. Damit wir das verhindern können, haben wir dann einen richtigen Wurzelvorhang erstellt. Wir haben zuerst noch etwas Erdmaterial weggegraben und dann mit der Luftlanze zusätzliches Erdmaterial entfernt, dass wir nachher die Wurzeln super anschneiden können. Die Luftlanze ist ein Instrument, das wir haben, das wir brauchen können. Das Einzige, was wir machen, ist jeweils einen Kompressor mieten. Mit dieser Luftlanze können wir das Erdmaterial so abtragen, dass die Feinwurzeln nicht beschädigt werden. Und wenn wir das Erdmaterial super weg haben, können wir hier, wie du siehst, die Wurzeln super anschneiden, damit die Wurzel die Wunde selber wieder super verschliessen kann. Es ist natürlich nicht ideal, wenn wir so grosse Wurzeln abschneiden müssen, aber manchmal bleibt uns nichts anderes übrig. Also tun wir auch die super und schön abschneiden, damit der Wundverschluss von der Pflanze selber gewährleistet werden kann. So sieht dann der saubere, vorbereitete Wurzelraum von diesem Baum aus. Und was jetzt weiter noch gemacht werden muss, tut dir Peter erklären. Ja, wir haben so einen schönen, wunderschönen, grossen, alten Baum. Und den wollen wir einfach schützen. Beziehungsweise das Optimum rausholen. Weil in der Nähe wollen wir eine Mauer erstellen. Und die Mauer geht dann sehr nah an den Wurzelraum. Und darum gehen wir hin und haben die Wurzeln nachgeschnitten. Haben danach irgendwo dann einen Wurzelvorhang angehängt, dass man nebendran bauliche Massnahmen machen kann und der Wurzelballen ist geschützt. Damit ist ein erstellter Wurzelvorhang. Wir haben jetzt aber das Material genommen, das im Wurzelraum drinnen bleiben kann und den Baum nicht stören im weiteren Wachstum. Es ist nicht ein Vorhang oder etwas, das man unbedingt wieder wegnehmen muss, sondern wir können es dran behalten. Wir haben die Pfähle, die können gut verrotten, wir haben ausgebrannten Draht, der schnell verrostet und kaputt geht. Und wir haben Kokosmatten und die geht auch mit der Zeit kaputt. Die Pflanzen können auch innen wurzeln, also da sind wir sicher. Wir haben das Ganze auch hinten erfüllt mit einem Baumsubstrat, schön luftig, dass die Wurzeln so schnell wieder können entfalten können, bzw. auch, dass es keine Fäulnis gibt und dadurch auch der Baum oder der Ballen geschützt ist vom Baum. Die Kokosmatte hat dann noch Feuchtigkeit drin, dass wenn es wirklich würde warm werden oder sehr kalt, es schützt gegen Kälte und gegen Trockenheit. Gut, danke vielmals Peter für deine Ausführungen. Und jetzt kommen wir zu den Bildern von den Baustellen und Gärten von der letzten Woche.
Gut, das wär's schon gewesen. Jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Start in die neue Kalenderwoche. Einen schönen Tag, mach's gut und bleib gesund.